Hallo und ein herzliches Willkommen hier auf meinem kleinen und bescheidenen YouTube-Kanal Martin Hofmeister Unboxing. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, Freunde, normalerweise habe ich hier auf dem Esstisch immer wunderbare Produkte stehen, die ich dann euch ganz gerne vorstellen möchte. Allerdings heute passt dieses Produkt hier nicht auf diesen Esstisch drauf. Es handelt sich um das Funmove S3 E-Bike in schwarzem Matt. Das passt hier definitiv nicht drauf. Deswegen stelle ich euch heute in meinem Video den Aufbau vor und die Vorgeschichte, wie wir dazu gekommen sind und so weiter und so fort. Das seht ihr alles nach dem Intro. Viel Spaß! Freunde, ihr kennt es vielleicht, ihr sitzt abends vor eurem Fernseher. Ich saß zum Beispiel bei mir im Büro, habe dann über Amazon TV, habe ich dann bei YouTube so ein bisschen rumgestöbert und habe dann die Werbung gesehen von Funmove. Und Funmove hat ja eine ganz tolle Werbung gezeigt mit dem S3 und dem X3 Fahrrad. Habe daraufhin das meiner Frau gezeigt und auch sie war von der Werbung sehr beeindruckt, weil die Fahrräder sehen einfach spacig aus. Und ja, dieses tolle Design, das mögen wir. Wir stehen auf sowas, gerade diese neue Technik, das wollen wir unbedingt gerne haben. Und wer ein Tesla fährt, der braucht natürlich auch ein Funmove-Fahrrad. Das ist einfach so. Und auf jeden Fall hat meine Frau sich dann umgeschaut im Internet, um mal zu gucken, Mensch, wo ist hier zum Beispiel bei uns in Hannover so ein Store, kann man da mal das Fahrrad testen. Das konnten wir leider nicht. Es gibt hier Vertriebspartner, die sind aber nur dafür ausgestattet, um die Fahrräder zu reparieren, wenn mal was dran sein sollte. Es gibt leider keine Verkaufsgeschäfte, Shops hier in Hannover. Der nächste wäre dann tatsächlich in Berlin gewesen. Und so spontan, wie meine Frau auch ist, sind wir dann am nächsten Tag losgefahren, denn wir hatten uns zuvor erst den Tesla gekauft und haben das dann natürlich auch gleich genutzt, um den Tesla mal für die Langstrecke zu testen. Und ja, die Videos, die seht ihr natürlich jetzt. Also wir auf dem Weg nach Berlin, um den Funmove S3 und das Funmove X3 zu testen. Wir haben da also eine Probefahrt gebucht, eine Probefahrt für ein Fahrrad, das muss man erstmal bringen, und sind dann hingefahren und das sind unsere Eindrücke. Viel Spaß dabei! But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded.
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? And 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 will you get bored of killing me? Hi. Klasse ist, dass FunMove eine Fußpumpe mit beigelegt hat, Netzkabel samt Ladestation, Reflektoren für vorne und hinten und für die Speichen natürlich liegen ebenfalls dabei, sowie die Vodafone-Karte, dessen SIM-Karte schon im FunMove eingebaut worden ist, damit man das Fahrrad später über die Apple-App Wo ist orten kann, falls das Fahrrad mal verloren gegangen ist. Wo diese SIM-Karte sitzt, ist ein Geheimnis. Und soll es auch bleiben. Weiter findet ihr sämtliches Werkzeug und Schrauben, was ihr für den Aufbau des Fahrrads benötigt, inklusive Öl für die Kette und die Ringe, um das Lenkrad höher zu stellen. Wozu? Etwas fummelig. Ihr müsst das Kabel, was am Motor sitzt, in diesem Fall am Vorderrad, mit dem Fahrrad, also dem Akku, der sich im Rahmen befindet, verbinden. Dieses Kabel muss dann in die Vordergabel reingedrückt werden, was sehr schwer geht, und dann müsst ihr die Abdeckung draufsetzen, mit zwei klitzekleinen Schrauben befestigen. Klingt einfach, ist allerdings, gerade wenn man solche Wurstfinger hat wie ich, eine Kampfansage. Dank Birgit ihrer Unterstützung kamen wir der Sache zwar näher, aber auch mit ihren zarten Fingern ging es einfach nicht rein. Aufgrund eines Telefonats konnte mir Birgit nicht mehr weiterhelfen und ich versuchte alleine mein Glück weiter. Schweiß, Wut und die totale Aufgabe rückten immer näher, bis ich auf einmal das Kabel drin hatte. Wie? Keine Ahnung. Ich war happy und der nächste Kampf mit der Abdeckung und den klitzekleinen Schrauben ging weiter. Nachdem auch die Abdeckung drauf saß, hatte ich sämtliche Schimpfwörter auf der Terrasse verwendet, die mir so eingefallen sind. Ja, und zur Belohnung nahm ich mir die Tröte und konnte sie endlich erklingen lassen. Jetzt wisst ihr auch, wozu diese da ist.
S3 einfach entsperrt. Wenn man sich also mit dem Smartphone dem S3 nähert, braucht man nur am linken Lenkradknopf drücken, es schaltet sich frei und man hat 5 Sekunden Zeit, es zu bewegen. Macht ihr es nicht, schaltet sich das Fahrrad nicht frei und bleibt gesperrt. Möchtet ihr das Fahrrad wieder verschließen, einfach am Hinterrad auf den Kicklock mit dem Fuß drücken und das Fahrrad ist dann gesperrt. Ja, das Fahrrad kann auch hupen. Ich hoffe, ihr konntet das hören hier über das Mikrofon. Ja, wir sind gerade hier am Mittellandkanal in Hannover, hatten gerade eine Rundfahrt gemacht, wurden unter anderem, wie ihr es eben gerade festgestellt habt, auch von Schiffen begrüßt. Also dieses Fahrrad ist ein Hingucker in diesem mattschwarzen Ton. Das S3 von Van Move ist die Neuauflage, das 2021er Modell, bietet ein Matrix-Display, was jetzt heller ist, hat 2 Scheibenbremsen, die komplett verschlossen sind, ohne Löcher und ja, ansonsten eine integrierte feste Rückleuchte, auch die Frontbeleuchtung ist fest integriert, schaltet sich, wenn ihr wünscht, bei Dunkelheit ein oder eben, ihr könnt es separat ein- und ausschalten. Eine wunderschöne Hupe gibt es dazu, passend hier am Mittellandkanal und ihr habt natürlich auch noch verschiedene andere Klingeltöne, die ihr nutzen könnt. Das Funmove macht sehr großen Spaß. Der Gepäckträger ist auch schon bestellt bei Funmove. Das Fahrrad an sich ist, ja, man kann es tragen, 19 Kilo schwer. Natürlich ist das nicht ein leichtes Fahrrad, aber es macht wahnsinnig viel Spaß. Stellt euch vor, ihr seid jetzt irgendwo in einem Café und wollt nochmal schnell einen Kaffee, ein alkoholfreies Weizen trinken oder sonst was, dann braucht ihr nicht extra noch ein Schloss mitschleppen, denn dieses Fahrrad hat schon ein integriertes Rahmenschloss. Das nennt sich Kicklock. Ihr braucht also nur gegen Kicken oder auch gerne mit der Hand, wie ihr wünscht. Ihr müsst darauf achten, dass diese beiden Linien übereinander stehen, die alle paar Zentimeter wieder erscheinen. Und dann drückt ihr einfach nur hier drauf und im Display erscheint dann dieses Symbol. Sollte dann jemand versuchen, das Fahrrad einfach mitzunehmen, erscheint der Alarmton, der immer lauter wird und im Display sieht man einen lachenden Totenkopf. Das Funmove S3 bekommt ihr auf der Funmove-Seite oder auch zum Beispiel im Geschäft, wo wir waren in Berlin, bekommt ihr dieses Gerät für 1.998 Euro. Es ist ein fairer Preis, ihr habt einen wirklich starken Motor hier drin. Also das Funmove S3 kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen, ist ein tolles Fahrrad, macht unheimlich viel Spaß damit zu fahren, gerade für die Strecken in der Stadt ist es bestens geeignet. Kauft es euch und seid damit glücklich. Macht so Spaß. So. Ja, wie ihr wisst, der Akku geht langsam zur Neige, ich muss ihn also wieder aufladen, dauert circa 6 Stunden, dann ist dieses Fahrrad wieder 100%ig aufgeladen. Mit diesem Schiff im Hintergrund werde ich mich jetzt auch verabschieden. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Euer Martin Hofmeister beim Martin Hofmeister YouTube-Kanal Martin Hofmeister Unboxing. Jetzt war ein bisschen abgelenkt, weil es wird immer lauter hier. Also ihr Lieben, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Moment! Habt ihr auch vor, euch einen Tesla zu kaufen?
dann verwendet doch den folgenden Link, den ihr auch in der Infobox unter dem Video hier vorfindet. Mit diesem Link bekommt ihr automatisch beim Kauf eines Teslas eurer Wahl volle 1500 Kilometer freies Laden am Tesla Supercharger eurer Wahl. Und wisst ihr was? Auch ich bekomme 1500 Kilometer von Tesla. Also lasst uns insgesamt 3000 freie Kilometer Tesla aus der Tasche ziehen und habt Spaß beim Beschleunigen. Ich bedanke mich bei euch und bitte bleibt gesund, euer Martin Hofmeister. Und jetzt nochmal.